Ich habe mich dafür entschieden, nach Slowenien zu kommen, weil als ich in Dänemark gespielt habe, habe ich ein Angebot von Krim bekommen, in dem Verein zu spielen. Und deswegen bin ich in Slowenien. Ich denke, der Frauenhandball hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt in Deutschland und ist auf jeden Fall populärer geworden. Aber natürlich ist Fußball immer noch die Sportart Nummer eins und der Frauenhandball, denke ich, kommt auf jeden Fall nach dem Herrenhandball und immer noch vor Volleyball oder Basketball. Der größte Unterschied ist, dass in Slowenien die Liga nicht so stark ist und gerade für Krim die Spiele sehr einfach sind und wir immer sehr hoch gewinnen. Und in Deutschland sind wirklich alle 12 oder 14 Mannschaften sehr stark und da muss man wirklich für jeden Punkt kämpfen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich irgendwo besser fühle. Ich habe mich in Deutschland gut gefühlt und auch in Dänemark und jetzt in Slowenien fühle ich mich auch gut. Natürlich gibt es ein paar Unterschiede und die Menschen sind anders, aber für mich im normalen Leben gibt es keinen Unterschied. Ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich fühle mich sehr wohl hier. Und wir haben eine gute Mannschaft und haben letztes Jahr ein gutes Ergebnis erzielt und ich hoffe, dass wir dieses Jahr den nächsten Schritt machen können. Um ehrlich zu sein, nicht so viel. Ich habe ein paar Spiele der Herren-Nationalmannschaft im Fernsehen gesehen, das war alles. Aber als ich mich entschlossen habe, nach Ljubljana zu kommen, habe ich natürlich ein bisschen im Internet gelesen über Slowenien und die Stadt Ljubljana. Eigentlich ist es besser, als ich erwartet habe. Als ich meiner Familie oder meinen Freunden erzählt habe, dass ich nach Slowenien ziehe, haben alle gesagt, ach du liebe Zeit, was machst du da, das ist ja Osteuropa. Aber wenn man hierher kommt, dann merkt man nicht, dass es Osteuropa ist, nicht wie in Russland zum Beispiel. Es ist hier wie in Deutschland oder in Italien oder Österreich, da gibt es keine Unterschiede. Meine Familie hat mich sehr unterstützt in meiner Entscheidung. Die waren aber ja schon gewohnt, dass ich nicht mehr zu Hause bin oder in der Nähe, weil ich die letzten 6 Jahre in Dänemark gespielt habe. Und für meine Eltern war das auch sehr interessant, natürlich, dass ich was Neues ausprobiere und dass sie nach Slowenien kommen können, um mich zu besuchen. Und sie haben mich wirklich von Anfang an unterstützt, seit ich Handball spiele, sei es zum Training fahren oder irgendwelche Sachen besorgen. Also meine ganze Familie hat mich sehr unterstützt. Da war nichts Besonderes, wo ich gedacht habe, oh, was Gutes oder was Schlechtes, nichts. Ich spreche natürlich Deutsch, Englisch, Dänisch und jetzt auch ein bisschen Slowenisch. Das erste Wort, was ich gelernt habe, ist kein so schönes Wort, also das sollte ich vielleicht jetzt hier nicht sagen. Und der erste Satz, den ich gelernt habe, das war Kakusi, also wie geht es dir? Ich habe kein spezielles Lieblingswort, aber es gibt ein paar Wörter, die ich nicht so gerne mag, weil sie sehr schwer für mich auszusprechen sind. Alles, was mit R, Tsch, Sch ist, das ist sehr schwer für mich. Ich mag Burek sehr gerne und Pleskavica, das schmeckt wirklich sehr gut, das mag ich. No. Ich glaube, ich habe ihn im Fernsehen gesehen, aber ich weiß den Namen leider nicht.
Wenn ich gewusst hätte, dass du mich das fragst, dann hätte ich mich vorher ein bisschen belesen. Ich weiß es leider überhaupt nicht. Danke. Ja, ich kenne Burek und Pleskavica und dann das Getränk Borovnitschke, aber ansonsten nicht so viel. Ja, wir hören sehr viel von dieser Musik in der Umkleidekabine, aber für mich ist es schwer zu unterscheiden, ob es serbisch, kroatisch oder slowenisch ist. Aber ich kenne Severina, aber ich weiß, dass sie nicht slowenisch ist, aber ich mag ihre Musik sehr gerne. Ich finde, in Slowenien, die Leute sind sehr offen und sehr freundlich. Wenn man in Mercato geht oder ins Café, dann lächeln immer alle und sind sehr freundlich. In Deutschland trifft man oft, nicht böse, aber unzufriedene Menschen, die dann auch nicht so freundlich sind. Und in Slowenien sind die Menschen sehr offen, auch uns Ausländern gegenüber, was ich merke, wenn ich irgendwo einkaufen bin oder irgendwas brauche und ich meistens in Englisch spreche, dass es kein Problem ist, dass mir geholfen wird. Auch wenn die Person, die ich treffe, kein Englisch spricht, dann wird versucht, jemand anders zu finden, der mir helfen kann. Bis jetzt habe ich nur Besuch von meinen Eltern und meiner Tante bekommen und denen habe ich natürlich die Stadt gezeigt, die drei Brücken und die Burg. Wir sind auch nach Bled gefahren an den See und das nächste Mal, wenn jemand kommt und es schönes Wetter ist, dann würde ich auch gerne mal an die Meerseite fahren, zum Beispiel nach Porto Roche, da ist es sehr schön. Ich bin von der Polizei angehalten worden, natürlich, das passiert jedem Mal, aber das war für mich sehr komisch, weil es mir eigentlich noch nie passiert ist und die Polizistin hat mein Auto gesehen mit der Reklame von Krim und hat natürlich mich auf Slowenisch angesprochen, wo ich dann leider sagen musste, stopp, bitte in Englisch, und ich habe mich fast wie ein Verbrecher gefühlt, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder passiert. Ich lebe alleine. Ich habe nicht oft, aber doch ab und zu einige Phasen mit Heimweh oder nach Sachen oder Dingen in Deutschland oder Dänemark. Aber ich habe Skype und WhatsApp und habe nahen Kontakt zu meiner Familie und meinen Freunden und dann wird es besser. Ja, leider habe ich nicht so viel Zeit wegen dem Training und ein freies Wochenende, Samstag, Sonntag, ist für mich leider nicht genug Zeit, um nach Hause zu kommen, weil ich ja mit dem Flugzeug und mit Zwischenstopp und das dauert etwas länger, also für gewöhnlich im Sommer und dann Weihnachten, weil sonst leider nicht so viel Zeit ist. Ich denke, wir haben einen guten Mix in der Mannschaft und wir treffen uns, egal ob slowenische Spielerin oder ausländische Spielerin. Ich verbringe ein bisschen mehr Zeit mit Linnea, weil wir die gleiche Sprache sprechen, aber ansonsten denke ich, dass wir alle viel Zeit miteinander verbringen, egal aus welchem Land. Nein, leider nicht. Ich würde sehr gerne deutsche Leute treffen hier. Ich habe auch schon alles versucht, Facebook und so weiter, aber bis jetzt habe ich nur einen deutschen Mann getroffen. Das war aber eher zufällig. Bei der Behandlung beim Physiotherapeuten hat er mich angesprochen, weil er wusste, dass ich bei Krim Handball spiele. Aber ansonsten weiß ich leider nicht, wie viele Deutsche hier leben, aber ich würde sehr gerne welche treffen. Deutschland ist ein großes Land mit vielen großen Städten, schönen Städten. Und ich würde auf jeden Fall allen raten, nach Deutschland zu reisen und einen Städtetrip zu machen, zum Beispiel Berlin oder München.
Sightseeing zu machen und Frauen auf jeden Fall shoppen gehen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nennen mich alle Nina, weil das ist kurz genug. Aber wenn sie mich ein bisschen ärgern wollen oder ein bisschen lustig sein wollen, dann nennen mich alle Ninili, weil das ein bisschen süßer klingt mit dem I am Ende. Ich denke, ich lebe hier ganz gut mit dem Geld. Ich versuche, was zu sparen für die Zukunft, um vielleicht ein, zwei Träume zu verwirklichen. Aber ich denke doch, dass ich ganz gut hier mit dem Geld klarkomme. Am Anfang war es eigentlich nur ein Spaß, weil ich mit den slowenischen Mädchen trainiert habe, als alle anderen mit ihren Nationen auf Lehrgängen waren. Und ich in Ljubljana geblieben bin, weil ich nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spiele. Da habe ich mit der slowenischen Nationalmannschaft trainiert und die Mädels haben mich gefragt, Nina, warum spielst du eigentlich nicht für uns, wenn du nicht mehr für Deutschland spielst? Und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatte ich ein Treffen mit dem slowenischen Verband und der Nationaltrainerin Marta. Und jetzt sind die Papiere sozusagen in Arbeit, aber der Prozess ist natürlich ziemlich lang und es ist nicht so einfach, die Nationalität zu wechseln. Und wir werden sehen, was rauskommt. Ich habe nicht wirklich Pläne. Ich möchte auf jeden Fall so lange Handball spielen, wie ich kann. Ich werde ja nicht jünger, leider. Ich werde jetzt 33 im November. Und ich muss natürlich darauf achten, was mein Körper sagt und meine Gesundheit, wie lange ich noch spielen kann. Aber ich möchte natürlich gerne so lange spielen und den Handball genießen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, wie ich kann. Und was danach kommt, muss ich dann sehen. Natürlich ist es eine Möglichkeit. Man weiß nie, was im Leben passiert. Aber im Moment denke ich nicht, dass es für mich eine Option ist. Ich möchte sehr gerne nach Deutschland oder Dänemark zurück. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wo ich nach meiner Karriere dann Beruf anfangen kann. Ja, wir waren in der Halle natürlich und haben Basketball gesehen, Union Olympia. Und letzte Woche war ich im Tivoli und habe die deutsche Basketballmannschaft gesehen, die jetzt ja aber leider ausgeschieden sind. Und ich würde sehr gerne mal ins Stadion gehen und ein Fußballspiel anschauen. Aber bis jetzt haben wir immer Training gehabt, deswegen habe ich es nicht geschafft. Und Volleyball würde ich mir natürlich auch gerne mal anschauen. Also ich warte auf die nächste Saison. Nichts Besonderes, würde ich sagen. Es ist wie in Deutschland oder Dänemark. Es gibt ein paar nette oder hübsche und ein paar nicht so interessante. Also es ist eigentlich wie überall. Ich würde sagen, kommt alle in die Halle und unterstützt uns. Wir brauchen Unterstützung und wir haben große Ziele für nächstes Jahr, also kommt alle ins Dojitsu und helft uns.